Kevin Tewe von Socialite Management. Das ist eine Abteilung von Reach Hero, der Influencer-Marketing-Plattform. Wer es nicht kennt, es geht darum, also dass Marken mit Creatoren in Kontakt kommen, um sich in der Werbewelt, die für viele noch Neuland ist, zu positionieren. Man stellt Budgets ein, die Creator können sich darauf bewerben und dann läuft das relativ automatisch. Automatisch bedeutet, die Mitarbeiter von Reach Hero haben nicht viel damit zu tun, sondern die Marke unterhält sich mit dem Creator und macht die Briefings und die ganz komplette Kampagnenabwicklung über die Plattform. Wir haben November letzten Jahres, bin ich zu Reach Hero gewechselt. Ich komme aus der Managementbranche, habe vorher ungefähr 4 Jahre im TV-Management gearbeitet, habe nebenbei schon bei einem Management die YouTube oder sagen wir Social Media Stars Abteilung aufgebaut, bin zu Reach Hero gewechselt. Wir haben dann unter dem Namen Socialite Management ein Management gegründet für Creator. Es war einfach mir ein Anliegen, weil ich einfach viel mehr in dieser Szene mich zu Hause gefühlt habe und mehr damit zu tun haben wollte. Und Reach Hero war da einfach neben vielen Gesprächen, die wir hatten und also auch mit anderen, der beste Partner, weil die einfach in dieser Entwicklung sind, dass sie halt gucken wollen, wie kann man helfen. Bei uns ist es so, die Managementprozesse haben sich einfach beschleunigt durch viele Automatismen in der Plattform, durch viele Daten, auf die ich zugreifen kann. Und ich leite und baue halt theoretisch das Management auf. Wir haben jetzt gerade aktuell 11 Artists. Die großen sind jetzt Paola Maria, Sascha von den Außenseitern, Jero, aber natürlich auch Aaron Troschke mit Hey Aaron, Diana zu Löwen, Kisu, Kind of Rosie. Das sind so die den meisten Leuten im Griff ist und Kuruno mit dem größten Anime-Kanal. Und wir versuchen natürlich, oder wir sind daran stark beteiligt, die Leute weiterzuentwickeln, strategisch einfach. Es geht da gar nicht darum, jetzt Kampagnen abzuwickeln. Das ist so, das passiert nebenbei. Es geht darum, die Leute weiterzuführen und ein bisschen auch mehr zu branden, in dem Sinne, dass sie halt eigene Marken sind. Das sind halt nicht, es ist nicht nur Paola Maria an sich die Person, sondern sie transportiert was, eine Emotion und jeder hat ein ganz anderes Interessenfeld. Paola steht für Beauty, genauso wie Kisu, Diana vielmehr mit dem Wirtschaftlichen. Und das einfach rauszukitzeln bei jedem Einzelnen, worauf sie Lust haben, das ist halt das Wichtige, finde ich, die Managementleistung, die Leute nach vorne zu bringen. Einfach in dieser Welt, wo es so viele Leute gibt, so wichtig zu machen, dass man nur über die Bescheid weiß und nur die kennt. Ja. Ich kann nicht ganz sagen, warum Reach Hero gesagt hat, wir brauchen ein Management. Für mich war die Entscheidung einfach, ich möchte mich mehr darauf fokussieren, was ich ja auch gerade schon gesagt habe. Und ich brauche einen starken, verlässlichen Partner, der sich auch damit auskennt, der schon in der Szene auch genauso tief drin ist wie ich. Ich glaube, Reach Hero und ich, wir können viel voneinander lernen. Einfach das Wissen, was ich mitbringe, hilft dieser Tech-Plattform einfach weiter. Und das Wissen, was sie mitbringen, hilft mir in der Kampagnenabwicklung oder in der Weiterentwicklung einfach weiter. Es beschleunigt Prozesse, die unnötig Manpower gebraucht haben vorher einfach. Das sind Sachen, die man einfach automatisieren kann, wofür man keinen Menschen braucht, um das zu beschleunigen. Und das war einfach der Gedanke, eine neue Art von Management zu entwickeln, weil das gibt es noch nicht so am Markt. Wir haben es ja auch, hast du ja auch gesagt, das heißt Socialite Management, wir haben es extra namentlich getrennt. Wir sitzen in Köln, die sitzen in Berlin. Wir nähern uns immer mehr an, wie wir uns gegenseitig helfen können. Aber am Anfang war der Gedanke, okay, ich mache meinen Weg, ihr macht euren Weg. Und wir schauen einfach, wie es funktioniert. Und jetzt nach gut, sind wir jetzt, 9 Monate oder 8 Monate, haben wir gemerkt, okay, wo wir uns helfen können, was sind die Benefits, die wir voneinander haben, was sind die manchmal auch vielleicht Schwächen, zusammenzugehören. Gibt es jetzt so, würde ich sagen, nicht, dadurch, dass es ein Startup ist und kein Konzern. Das Problem haben wir dann eher Netzwerke, die dann irgendwo dazugehören, diese langen Strukturen. Bei uns ist es, ich bin schon sehr frei in dem, was ich mache. Also wenn ich jetzt sage, ich komme zum Tubercamp, dann gehe ich halt zum Tubercamp und muss es nicht dann gleich mit allen absprechen. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das Erfolgsgeheimnis, dass wir uns nicht zwingen, miteinander zu arbeiten. Wenn ich jetzt den Artist sagen würde, wir können nur noch mit Reach Hero arbeiten, dann würde es nicht funktionieren. Dafür sind sie auf Mikroinfluencer spezialisiert, auch wenn sie immer mehr Makroinfluencer-Marketing machen. Aber ich arbeite genauso mit allen anderen Netzwerken und Vermarktern zusammen und die haben mir einfach eine Basis gegeben, den Job so gut wie möglich, wie ich finde, zu machen. Also wie ich denke, wie es richtig sein muss. Ich sage extra, ich denke, weil es gibt es noch nicht. Also wenn man den Weg vorgeht, dann kann man nicht sagen, ja okay, habe ich schlecht gemacht, kann man erst danach sagen. Man kann die Entscheidung nur treffen,
indem man es mal versucht hat. Das ist, ja. Tatsächlich scroll ich nicht über die Plattform, weil die einfach für die Größe meiner Influencer oder meiner Artists gar nicht interessant sind, die Budgets. Weil die Views schon viel zu hoch sind und die großen Sachen, die Reach Hero hat, haben sie gar nicht auf der Plattform meistens. Weil dann ist es ja schon so, wie bei anderen Vermarktern, wollen sie den Agenturservice, wollen die Abwicklung, wollen die Hilfe haben. Und da melden die sich einfach bei mir, genau wie alle anderen auch. Und dann machen wir die Abwicklung so. Wir benutzen die Plattform zwar zur Hilfestellung, um Kampagnen abzuwickeln, aber wir sprechen persönlich und ich finde, das ist auch das Wichtigste in dem Markt. Ich glaube, die Plattform ist eher dazu da, dass kleinere Influencer überhaupt die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen in dem Bereich. Das sind ja auch Marken, die sind einem jetzt nicht bewusst im ersten Moment. Da sind zwar auch mal Marken, die man kennt, aber oft sind es ja auch kleinere Marken, die versuchen jetzt Awareness zu schaffen. Und ich habe natürlich anfangs mal gescrollt, oder ich scroll auch manchmal bei eher um wegen Verbesserung, um was vorzuschlagen, aber nicht, um jetzt einen Deal zu kriegen. Und wenn jemand was auffällt, dass er da einen Deal haben will, auch wenn ein Artist mal reingeschaut hat, ich meine, das passiert halt immer mal, ist ja auch, ne, ist ja auch legitim, dann suche ich direkt den Ansprechpartner von Reach Hero. Und das ist, ich bin nicht dafür gemacht, mit einem System zu arbeiten. Ja, also wir sind auf jeden Fall schon über das Ziel hinausgeschossen. Wir haben gedacht, nach einem halben Jahr fängt es langsam an zu laufen. Jetzt waren wir in einem halben Jahr schon so, dass wir Mitarbeiter hatten fürs Management. Wir sind jetzt insgesamt zu sechst. Das ist aber jetzt inklusive Bürokraft und Buchhaltung. Also denen einfach, wo ich auch zugreife auf Reach Hero, aber die einfach für uns zuständig sind. Für jetzt die nur Management machen, sind wir zu dritt. Und Aaron hilft da auch kräftig mit, weil er einfach auch sehr da drin ist und er kann das auch differenzieren, ist er jetzt selber der Mann vor der Kamera oder macht er jetzt das Business, wofür er auch immer unterschätzt wird, dass er einfach ein super Business-Gehirn hat. Wir wollen auf jeden Fall noch weitere aufnehmen. Wir haben jetzt gerade die Entscheidung getroffen diese Woche, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln, weitere Artist-Manager aufzunehmen. Also 11 Artists könnte man alleine theoretisch noch handeln, ohne aber nebenbei noch was anderes zu machen. Wir sind jetzt zu dritt, die jetzt Vollzeit nur das machen. Das ist super einfach. Hört sich jetzt so an, aber wenn man das richtige Team hat, ist es halt einfach. Ich hatte früher bei dem anderen Management 17 Klienten und das, da schaffe ich das auch mit 11. Und wir wollen aber, es geht nicht darum, jetzt netzwerkmäßig zu wachsen und dann irgendwann zu implodieren, weil man zu groß ist, sondern einfach gesund zu wachsen, immer mal wieder. Wir gehen auch in Vorleistung. Wir nehmen Mitarbeiter unter Vertrag, die wir gut finden und füllen dann langsam auf, sage ich jetzt mal. Aber man führt ja schon Gespräche und kann dann sagen, so jetzt können wir miteinander arbeiten, weil jetzt kann ich auch gut darüber sprechen, dass wir dich super vertreten können. Weil wenn ich jetzt noch den und den aufnehme, klar würden wir mehr Umsatz oder mehr Gewinn machen, aber darum, mir geht es einfach nicht am Ende darum. Ich habe ja auch die ganze Zeit hier schon bei den Interviews gesagt, uns geht es halt allen gut und es geht doch darum, die Leute nach vorne zu treiben und ich bin nun mal so ein empathischer Mensch und ich stehe halt morgens wegen der Artists auf und will einfach den bestmöglichen Job für die machen. Und ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich dann nicht mehr mit denen gesprochen habe oder denen ich helfe, dabei weiterzuhelfen, dann bringt es auch nichts. Und ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsgeheimnis, dass man wirklich einfach für die Artists einsteht und sich als Team sieht und nicht als Dienstleister. Und das ist so die neue Denkweise, die wir bei uns an den Tag legen, dass wir genauso der Kanal sind wie der Artist an sich und nicht dafür zuständig sind, Deals ranzukriegen oder sonst irgendwas zu helfen. Dann hat man ein falsches Denken, finde ich, darüber. Dann ist man eher Vermittler. Ja.